So, da ist er wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Da hat mich doch tatsächlich meine Mutter angerufen. Schöne Grüße von ihr. Ich habe doch meinen Kollegen erzählt, dass du so viel Let's Plays machst und immer so viel Videos aufnimmst. Und das findet die eine total toll. Und ob du nicht ein Promotion-Video mit ihr machen könntest. Also nicht über sie, aber über verschiedene Dinge, so was Landwirtschaft angeht. Hammer! Ich freue mich total, dass sowas anerkannt wird, was ich hier mache. Wenn es auch nur Spiele sind im Moment. Aber vielleicht wird es ja später mehr. Man kann ja nie wissen. So, davon mal abgesehen, ich will hier irgendwie weiterkommen. Ich weiß nicht, wo ich hinzugehen habe. Das ist relativ konfus. Und ich will jetzt nicht einfach nur gegen Dinos kämpfen. Das ist auch doof. Schön, dass wir ein Leuchtfeuer gefunden haben. Da freue ich mich total. Das habe ich auch gar nicht so wirklich realisiert eben bei dem Anruf. Komm schon, stirb! Ah, nicht gut, nicht gut. Trinken. Sehr gut, geschafft. Dieser Lärm, den das Feuer macht, die Lava. Ich habe hier irgendwo Loot gesehen. Habe ich mich verguckt? Nee, da hinten. Schade, da kann man nicht durchrollen. Muss man irgendwie anders hinkommen. Zu laut! Ich sehe nichts. Autofokus ist bei großen Viechern einfach nicht angebracht. Trinken! Geschafft. Okay. Trinken. Unsere ganzen Flaschen gehen hier durch die Lava drauf. Es sind noch zwei. Komm mal her, du. Nein! Die Seelen hole ich mir zurück. Das sind 29.000, mein Freund. So nicht. Gut, dass wir uns an dem Leuchtfeuer gebunden haben. Haben wir nicht. Ups. Kann man da hinporten? Kammer der Prinzessin, Sonnenlichtaltar, Analondo. Nein, kann man nicht. Ach, Dreck. Weißt du was? Dann gehe ich jetzt nochmal zum Feuerbandschrein. Nee, ist Blödsinn. Wir können ja nicht wieder zurückporten. Ah, ich werde das Leuchtfeuer da drüben einfach aufstufen. Denn sonst haben wir ja keine Möglichkeiten hier, unsere ganzen Sachen wieder aufzuholen. Die Estusflaschen aufzuladen. Der läuft aber auch komisch. Guckt euch mal die Füße an. Das sieht immer aus, als wenn er die umknickt. So, hier waren wir noch nicht drin in der Lava. Wir gehen auch den Weg, den wir ursprünglich gegangen sind. Und dann muss ich mich nochmal am Leuchtfeuer binden. Mist, ich habe das nur aktiviert. Ich denke da auch nie dran. Wer denkt da auch dran? Da muss man nicht lang. So, dann sind wir hier durch die Mitte. Und darüber gelaufen, genau. Sind die jetzt wieder zurück? Nö! Das ist aber schlecht. Also schlecht für mich. Nee, die sind nicht wieder zurück, oder? Ich weiß nicht. Ich kann das jetzt nicht einschätzen. Das ist doof. Dann sind wir hier durch. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Super. So, und wenn wir hier rumlaufen...
Dann haben wir das Leuchtfeuer. Am Leuchtfeuer rasten. Okay, das ist schon mal gespeichert. Perfekt. Ah, wenn man hier nicht herporten kann, ist das echt doof. Dabei haben wir so viele Leuchtfeuer hier schon gefunden. Gut, wo ist jetzt mein Seelenhaufen? Da sind die beiden Dinos. Und da war der andere. Nee, die kommen nicht wieder. Dann kann man hier gar nicht so gut leveln, wie ich es gehofft habe. Wo ist mein Seelenhaufen? Muss nochmal suchen. Seelenhaufen, wo bist du? Oh, ich bin traurig. Ich finde meinen Seelenhaufen nicht wieder. Hä? Ist der manchmal gar nicht auf der Lava? Sondern woanders? Ich bin doch zwischendurch nicht nochmal gestorben. Wo ist mein Seelenhaufen? Das sehe ich nicht ein. Ich will meinen Seelenhaufen zurück. Das waren ein Haufen Seelen. Oh, bitte nicht. Der muss hier irgendwo sein. Oh, da. Gefunden. Auf gut Glück. Komm mal her. Wir kämpfen hier vorne. Das ist wesentlich angenehmer. Vor allem sehe ich dann den Seelenhaufen, wenn ich sterbe. Au. Sowas hast du ja noch nie gemacht. Trinken. Spring doch lieber. Oh Mann, ich verbrauche meine ganzen Estusflaschen an dir. Geschafft. Oi, oi, oi. Einer ist immer noch. Und dann können wir hier hinten mal gucken. Trinken. Ah. Trinken. Nein. Aber klar. Haben wir ihn? Nee, haben wir nicht. Trinken. Oh, der hat mich trotzdem erwischt. Mieser, böser Mensch, du. Du bist kein Mensch. Geschafft. Trinken. Trinken. Und jetzt mal gucken. Wie kommen wir zu dem Loot? Das muss doch hier irgendwo lang gehen. Außenrum? Ja, außenrum. Und es gibt göttlicher Segen. Göttlicher Segen. Zweimal göttlicher Segen. Das ist nett. Bringt mir jetzt aber nicht viel. Hab gedacht, eventuell irgendwann mal ein Schlüssel für irgendwas. Eine Karte, damit ich endlich mal weiß, wo ich hinzugehen habe. Aber da drüben, da muss ich hin. Das ist ein riesiger Palast. Der scheint wohl irgendwas Wichtiges zu beinhalten.
So, jetzt aber erstmal Menschlichkeit. Doppelmenschlichkeit. Dann das Leuchtfeuer aufstufen. So blöd das auch eigentlich jetzt ist, wir werden wahrscheinlich gleich wieder ein Leuchtfeuer finden. Aber sicher ist sicher. Aushöhlung umkehren. Gut, menschliche Gestalt erhalten. Dann entfachen. Damit haben wir 10 Estusflaschen. Und wenn wir jetzt nochmal machen, dann haben wir wenigstens 15. Mit 15 kann ich mich trauen, irgendwo anders hinzugehen. Aber mit 10 oder 5 ist schon echt doof. Gut. Geschafft. Okay, dann mal wieder weiter im Text. Ihr seid doch alle doof. Ihr beschützt doch irgendwas. Ich werde euch irgendwann mal machen. Dich muss ich auf jeden Fall loswerden. Geschafft. Oh, und hier scheint auch was zu sein. Hat der Loot? Nee. Achso, das ist bloß eine heruntergestürzte Röhre, durch die es aber durchgeht. Ah, perfekt. Gut, dann gucken wir mal, was uns hier oben erwartet. Theoretisch müsste ich noch ein oder zwei Dinos töten, dann hätte ich wenigstens einen Stufenanstieg. Gut, wir sind irgendwo oben. Was? Pass auf, Leuchtfeuer. Achtung vor dir unten. Ja, da sehe ich ein paar Feuerviecher. Aber du bist schon mal nicht echt. Ups. Okay. Pass auf, Leuchtfeuer. Pass auf, Leuchtfeuer. Eventuell hier hinter, das sieht so aus, aber nee, da komme ich nicht hin. Warte. Einmal rum. Und dann hier, oder wie? Nee. Ist nichts mit Leuchtfeuer. Die meinten wahrscheinlich die Figuren, dass die Feuer spucken. Sehr gut. Perfekt. Einer noch. Und da kommt noch einer. Das mag ich. Das ist gemütlich. Mann, sind hier viele. Der spuckt überall hin. Geschafft. So, noch mehr. Du noch. Und da oben ist irgendwas Böses. Ehrenwerter Ritter. Das ist auch schön. Gut, wir haben bisher noch nicht viel Energie verloren. Trinken dennoch. Weil ich nicht weiß, was das da oben ist, das uns erwartet. Der da oben möchte auch noch mit uns reden. Das kann er später machen. Was bist du, um Himmels Willen?